Einen schönen guten Morgen möchte ich Ihnen wünschen. Ich hoffe, Sie haben den gestrigen Abend, der ja ein kleiner Parforce-Ritt durch viele Herausforderungen der Region war, gut über die Nacht verdauen und verarbeiten können. Viele der Themen, die wir gestern Abend, ich sage es mal so, ja auch nur haben anschneiden können oder anpieksen können, werden wir heute im Laufe des Tages entweder über Plenardiskussionen oder eben über unsere Foren vertiefen können. Ich denke, wir werden uns noch sehr, sehr intensiv sowohl mit Herausforderungen wie werden wir oder sollten wir mit dem politischen Islam kooperieren oder wie können wir Menschenrechte, Demokratisierungsprozesse in der Region befördern, in den Foren bearbeiten. Und wir werden uns auch noch mal mit den verschiedensten regionalen Herausforderungen wie dem Bürgerkrieg in Syrien und was könnte es für Lösungsansätze geben, den Bürgerkrieg doch zumindest auch durch ziviles Engagement oder auch noch mal durch Druck auf europäische Regierungen helfen zu lösen. Wir werden uns heute Morgen mit einem Thema, das ebenfalls gestern Abend nur hat kurz angerissen werden können, auseinandersetzen, nämlich mit der Rolle und Verantwortung der Europas gegenüber der arabischen Region und den Mittelmeerländern. Ich möchte Sie deshalb ganz, ganz willkommen heißen zu unserem politischen Dialog heute Morgen von Rabat bis Riad, Partnerschaften für Demokratie und sozioökonomische Entwicklung und damit impliziert, wie kommen wir zu einer kohärenten europäischen Nachbarschaftspolitik für die Region. Das heißt, wir werden uns eben heute Morgen auf die europäische Nachbarschaftspolitik konzentrieren und, um es gleich vorwegzunehmen, der Titel, den wir für diesen, den plakativen Titel, den wir für heute Morgen gewählt haben, von Riad nach Rabat, soll wirklich nicht insinuieren, dass wir möchten, dass Riad, also Saudi-Arabien, Teil der europäischen Nachbarschaftspolitik werden soll. Das möchte ich doch hier vorwegnehmen, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Die europäische Nachbarschaftspolitik, wir werden hier öfter vom Kürzel ENP hören, European Neighborhood Policy, bezieht sich auf die neuen Nachbarschaften, die im Zuge der 5. EU-Erweiterungsrunde entstanden sind. Zu den sogenannten Nachbarschaftsländern gehören insgesamt 16 osteuropäische und mediterrane Länder. Darunter fallen eben auch Ägypten, Marokko und Tunesien. Und natürlich auch hier nochmal zur Verstärkung, Saudi-Arabien gehört nicht dazu. Wir wollen uns auf diesem Podium hier fragen, ob die EU tatsächlich schon so etwas wie eine kohärente Nachbarschaftspolitik überhaupt hat. Was sind die Herausforderungen, wenn es darum geht, zu Kohärenz zu kommen? Wir wollen uns vor allem aber auch damit beschäftigen, welchen Einfluss hat denn Europa überhaupt noch in dieser Region? Ist der nicht geschwächt, nicht nur durch den Glaubwürdigkeits- und Ansehensverlust, sondern ist der Einfluss Europas nicht auch dadurch geschwächt, dass längst andere Akteure, nämlich, das werden wir ja auch noch diskutieren, Golfstaaten und andere, einen viel größeren Einfluss haben. Also es geht auch über die Reichweite des Einflusses der Region und es geht auch darum, uns hier zu fragen, ist denn der Einfluss der EU kleiner oder größer oder gleich groß oder sollte er größer sein als den der USA oder Saudi-Arabiens? Mit dem arabischen Frühling hat die EU sehr schnell reagiert und seine europäische Nachbarschaftspolitik reformiert. Der neue Ansatz der europäischen Nachbarschaftspolitik in neuen Strategiepapieren folgt dem Prinzip des Mehr für Mehr. Das heißt, europäische Nachbarschaftsländer bekommen dann mehr Geld oder mehr politische Kooperation, wenn sie bereit sind, sich auf Reformprozesse in ihren jeweiligen Ländern einzulassen. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, die EU hat insofern reagiert, als sie ihre Mittel
für die europäische Nachbarschaftspolitik in Reaktion auf den arabischen Frühling von 5,7 Milliarden auf 6,9 Milliarden erhöht hat. Und von dieser Erhöhung der 6,9 Milliarden gehen 2/3 in die MENA-Region, also vor allem in die Länder Ägypten, Tunesien, aber auch in Zukunft Marokko und so weiter. Also wir werden davon ja noch mehr zu hören bekommen. Ich möchte Ihnen unsere Gäste vorstellen, die eben genau dieser Frage nachgehen werden. Wie sehen unsere Gäste den Einfluss Europas auf die Region? Und vor allem von unseren Gästen aus der Region möchten wir wissen, was Sie denn überhaupt von europäischer Politik erwarten? Was würde für Sie europäischer Einfluss prägen? Was erwarten Sie von der europäischen Politik? Ich möchte unsere Gäste jetzt vorstellen und begrüßen und freue mich, ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen Heba Morayev. Heba Morayev ist Wissenschaftlerin und arbeitet für Human Rights Watch in Kairo, also Ägypten. Sie ist dort für die Region Nahe und Mittlerer Osten und Nordafrika zuständig und sie untersucht eben für Human Rights Watch vor allem Menschenrechtsverletzungen in Ägypten und Libyen. Das heißt also, sie ist diejenige, die vor Ort sehr genau durch Berichte, Untersuchungen und so weiter versucht zu erfassen für ihre Organisation Human Rights, wie es denn mit der Menschenrechtssituation auch 2 Jahre nach dem arabischen Frühling aussieht. Bevor Heba Morayev bei Human Rights begonnen hat zu arbeiten, hat sie für das internationale Sekretariat von Amnesty International in London gearbeitet und dort unter anderem auch sich mit Libyen und der Menschenrechtssituation in Tunesien, die ja dramatisch war, unter Ben Ali auseinandergesetzt. Ich finde, wir könnten unsere Gäste mit einem kleinen Applaus begrüßen. Möchte zu meiner Rechten ganz herzlich begrüßen Dr. Radwan Masmoudi. Herr Masmoudi ist Direktor und Gründer des Center of the Study of Islam and Democracy. Das Center hat 2 Sitze, eines in Washington und eines in Tunis. Und sein Center widmet sich der Förderung des Dialogs über Demokratie in der muslimischen Welt. Er ist Herausgeber der Publikation Muslim Democrat, das vierteljährlich erscheint. Ich kann Ihnen hier nicht die lange Liste all der Organisationen, in denen Herr Masmoudi arbeitet, aufzählen. Sie finden ja ohnehin alle Lebensläufe in der Mappe unserer Podiumsgäste hier. Auf jeden Fall ist er ein Vertreter aus der Region, der sich intensiv mit Demokratiefragen auch publizistisch und in Netzwerken auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Herr Masmoudi. Dann möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen Dr. Annegret Bendig. Frau Bendig ist Wissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Das ist der Think Tank, der die Bundesregierung ja unter anderem außenpolitisch und sicherheitspolitisch beraten soll. Und Frau Bendig ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe für Außenbeziehungen. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und eben auch die europäische Nachbarschaftspolitik sowie die Kooperation zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und freue mich auf Ihre Expertise zur Nachbarschaftspolitik. Ja, dann freue ich mich, in der Runde begrüßen zu dürfen Michael Reifenstuhl. Herr Reifenstuhl ist seit Juli, also ziemlich frisch, 2012 Leiter des Referats im Auswärtigen Amt zur Transformation in der arabischen Welt und im Maghreb. Und er ist eben dort auch in dieser Funktion befasst mit den bilateralen Beziehungen Deutschlands zur Region und den Beziehungen der EU zu den Maghreb-Staaten. Und er muss sich damit ja auch zwangsläufig mit Fragen des politischen Islam auseinandersetzen.
Herr Reifenstuhl ist seit 1993 im Dienst des Auswärtigen Amtes und hat sehr viele Stationen hinter sich, kennt die Region sehr gut. Und ich freue mich, Herr Reifenstuhl, dass Sie hier eben auch die Transformationspolitik und die bilaterale Politik Deutschlands mit ins Podium einbringen können, uns erzählen können, was macht denn das Auswärtige Amt mit den Transformationsmitteln gegenüber der Region, aber auch wie bewerten Sie den Stand der Umsetzung Ihrer Politiken und Anliegen der Region gegenüber? Herzlich willkommen, Herr Reifenstuhl. Ich möchte die erste Runde gerne damit beginnen, dass ich alle Panelisten eine gleiche Frage stellen möchte, vielleicht auch erstmal mit kurzen Antworten. Man kann sicherlich streiten, ob die Glaubwürdigkeit Europas in der Region gelitten hat, dadurch, dass über Jahrzehnte hinweg autokratische Regime unterstützt wurden in der Region, Stabilitätsfragen dominiert haben und Demokratiefragen unter migrationspolitische, unter ökonomische Fragen, unter Stabilitätsfragen untergeordnet wurden. Ich denke aber, und das wurde gestern Abend ja schon erörtert, dass es der EU darum gehen muss, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen in der Region. Und von daher die erste Frage an Heba Morajew: Wo denken Sie, müsste Europa ansetzen, wenn es Glaubwürdigkeit in der Region zurückgewinnen möchte, vor allem wenn es darum geht, demokratische Prinzipien zu verfolgen, wie Menschenrechte, wie eine kohärente, glaubwürdige EU-Politik, die eben Menschenrechte, demokratische Prinzipien umfasst? Very briefly? Yeah, if you like. Obviously, thank you very much for inviting me to participate in this panel. The perspective that I present is really that of a human rights defender. I look only at the EU's human rights policy and evaluate in that sense. I think the starting point in order to answer your question is that I agree that there is a huge problem with credibility in terms of the EU's policy on human rights towards, I look at the region of North Africa primarily. I mean, obviously working on Libya in 2009 and 2010 and being told very openly by governments that migration policy, i.e. keeping migrants away from European shores, was a priority, or that, you know, that Gaddafi had changed and that there were new and exciting business opportunities in Libya. And the fact that there was very, very little in even discussing human rights at that point is something that Libyans, whether they're human rights defenders or otherwise, were fully aware of. Likewise with Tunisia, at one point in 2008, I participated in a bit of a study in Tunisia where we went round EU embassies to examine the extent to which the EU guidelines on human rights defenders were being applied. And even though there was a local implementation strategy, our conclusion was that these guidelines were in effect not being used to the full extent of their potential. And an obvious conclusion, given the fact that certain European countries, in particular France in the context of Tunisia, had an interest in limiting the EU's human rights policy in the context of Tunisia. And in Egypt, what we used to hear on a regular basis was, when we asked why certain human rights, again looking at human rights guidelines or discussions within the context of the Subcommittee on Human Rights or conclusions of the Association Council or public statements from the delegation or from Catherine Ashton's office, when we asked, you know, why there wasn't a stronger statement or why a position wasn't taken on issue X, the answer would frequently be, well, we have to be realistic. You have to be realistic. We need good relations. We have interests that we need to protect. Egypt's geostrategic position is obviously the overriding principle. We need stability in Egypt. And obviously, we need stability in Egypt at the time was also code for
a recognition that the Mubarak policies, the Mubarak regime's repressive policies in keeping Islamists in Egypt, the Islamist opposition down, was something for which back, repressing them, was something for which there was at a minimum European acquiescence, if not enthusiasm on some parties. And that is a legacy that Europe will also have to deal with in dealing with the new leadership in Egypt. The responses would also, at times, about very specific questions, would give a lot of leeway to the Mubarak regimes, especially sort of the more modern reform, economic reform-minded presentation of, you know, the face of the Mubarak regime in 2010, would actually, in many ways, actually take on some of the arguments presented. So, you know, when we asked in 2010 why the renewal of the state of emergency was not strongly criticized by the EU. In fact, the EU failed to actually criticize the renewal itself, just made a general recommendation that any counterterrorism laws being developed be consistent with international law. The response there was, well, you know, the Egyptian foreign ministry asked us not to be too critical because they are planning to reform. And that was actually a response given to a human rights organization. So with this in the background, of course there is a credibility problem. And, I mean, the conclusion really is, I think, after the many years in which I, in the context of international organizations, have spoken to the EU, whether to EU embassies at the capital level, sometimes in Brussels, and sometimes in other capitals, my conclusion is basically that the EU doesn't want a serious human rights policy. There simply isn't the political will to back up the mechanisms that exist, whether, you know, everything ranging from the guidelines to even these new commitments that we've seen in the context of the new European neighborhood policy. So the question of, you know, the recognition in early 2011 that that the EU had given support to a repressive regime, and the recognition that that support was in fact not a guarantee of long-term stability, but that on the contrary, a policy that is based on respect for human rights would be more of a guarantee. A regime that respects human rights will be more stable than one which represses human rights in the way the Mubarak regime did, is what gave birth to the more for more, and I think the part that is often forgotten, the less for less part of it. Later. Thank you very much, Heba. We will go on the issue of more, or is more and more the right issue, or should it be less or less? Ich möchte gerne weiterfahren mit dieser ersten kurzen Runde, wenn es darum geht, der Frage nachzugehen, wie soll die EU eigentlich diese Glaubwürdigkeitslücke schließen, und würde Sie, Frau Bendik, bitten, ebenfalls ganz, ganz kurz versuchen, das zu beschreiben. Gibt es dieses Glaubwürdigkeitsdefizit überhaupt, und wo wären Politikfelder, Handlungsfelder, das zurückzuholen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu sein. Annegret Bendik, Stiftung Wissenschaft und Politik. Also mein Fazit aus der Analyse der europäischen Nachbarschaftspolitik, ich will mal sagen, vor dem arabischen Frühling und nach dem arabischen Frühling, heißt für mich, an europäische und aber auch vielleicht an bundesdeutsche Politik gerichtet, weniger Konditionalität und mehr Liberalisierung. Das Problem, glaube ich, was europäische Politik hat grundsätzlich, ist, dass sie in diesem Fall, wenn sie sich an die Nachbarschaftsstaaten angrenzend an den Raum der Europäischen Union wendet, eben ihre Politik absolut und dann auch wiederum nicht stringent davon abhängig macht, inwiefern diese Länder europäische Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit umsetzen. Und ich freue mich, wenn ich gleich noch mal mehr Zeit bekomme, um auszuführen, welche Ländergruppen man möglicherweise mit dieser Politik ansprechen kann. Aber der größte Teil dieser Länder im Nachbarschaftsraum der Europäischen Union, unter diesen 16 Ländern, für diese Länder greift diese Politik nicht. Deshalb wäre mein Fazit, es wäre notwendig, die Konditionalität runterzuschrauben, auch wenn sie vielleicht wünschenswert ist. Wir wollen alle Demokratie, wir wollen alle Menschenrechte, wir wollen alle Rechtsstaatlichkeit in der Nachbarschaft. Das ist die beste Garantie für die Kooperation oder eine friedfertige Kooperation. Aber wenn wir feststellen, dass wir so nicht
zum Ziel kommen, dann wäre es doch vielleicht der Tag, besonders vielleicht das Jahr 2014, wenn die ENP 10 Jahre alt wird, mal darüber nachzudenken, ob man nicht die Liberalisierung gegenüber diesem Raum in Bezug auf alle 4 Freiheiten des Binnenmarktes nochmal verstärkt. Das möchte ich gerne gleich nochmal ausführen. Danke. Okay. Danke schön, Mr. Masmoudi. Please go ahead with your assessment. Thank you very much for the invitation to speak to this audience. I just want to start by just taking a few minutes to answer the main theme that I was asked to talk about, the Partnership for Democracy, if that's okay. No, the first round is only a brief assessment if there is a credibility gap for the European Union in the region, and what are the activities the European Union can get back that credibility gap. And then, after this short brief round, we would like to go into what you prepared. Okay. Thank you. If you are so flexible. No, that's fine. Well, I think, of course, there is a credibility gap, because before the Arab Spring, as we know, the European Union, as well as the United States, were guilty of, you know, basically supporting oppressive regimes in the name of stability, for a long time, for 40 or 50 years. Yes. I think, luckily for us and for the European Union, this started to change even a little bit before the Arab Spring. You know, people in the European Union and in the United States realized that these regimes were in fact not stable and were very unpopular, and nobody really could predict when these revolutions were going to happen. But I think it was obvious that they were going to happen at some time, and that these regimes were not sustainable in the long run. So there is a credibility gap in terms of, for many, many years, European Union and the United States were in fact supporting oppressive regimes in the name of stability. After the Arab Spring, I would like to say that, of course, there is a lot more emphasis on supporting democracy and human rights and helping the transition succeed. I think both the European Union and the United States realize that this is a historic moment that the region is going through. But in my opinion, this support actually has been very weak since the revolution until now. There is support, but I don't think it has been enough to really make a difference. I think we really need to seize the moment and really increase the level of support to the region, especially in terms of economic support. Because, as we know, and this is what I wanted to talk more about later on, that the political transformation or the political transition will require time. But in order to get that time, we need economic stability. And if we don't have economic stability, then we will not have the time for the transformation to take place. Thank you so far, and thank you for reacting on the question first. So, Herr Reifenstuhl, jetzt haben Sie von den dreien gehört, die Europäische Union hat ein Ansehensproblem und auch einen Glaubwürdigkeitsverlust. Aus Ihrer Perspektive, wie nehmen Sie wahr, wie die Regierungen auf Sie jetzt reagieren? Spüren Sie was von diesem Glaubwürdigkeitsverlust, oder stimmt es gar nicht, über was wir hier eigentlich reden? Nein, ich glaube absolut, dass es natürlich eine von unseren Aufgaben ist, die wir haben, die vor uns liegen, dass wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen, dass wir auch daraus die Konsequenzen ziehen. Ich fand spannend im jetzigen Spektrum der Meinungsäußerungen, dass wir genau vor ein Problem gestellt werden, dass einerseits natürlich die klare Forderung, meines Erachtens berechtigte Forderung, erhoben wird. Weil wir angeblich dieses Glaubwürdigkeitsproblem gehabt haben, müssen wir jetzt eine konsistentere Berücksichtigung der Menschenrechte haben. Das war ja der Ausgangspunkt, warum sich insbesondere Deutschland auch für das
sogenannte Konditionalitätsprinzip oder für das More for More eingesetzt hat. Andererseits, und da gebe ich Ihnen absolut recht, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, wir können die Region nicht über einen Kamm scheren. Wir haben einerseits zwischen der MENA-Region, andererseits, wenn wir in die Golfstaaten schauen, sehr, sehr unterschiedliche Problemlagen, sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen, was Wege zur Transformation angeht. Insofern glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass wir einen differenzierten Blick werfen. Dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber einig sind, dass wir einen Minimumstandard an Erfordernissen auch im Bereich Menschenrechte, gute Regierungsführung, Religionsfreiheit etc. nicht ausblenden dürfen. Ich glaube, sonst würden wir genau wieder in dieses alte Glaubwürdigkeitsproblem kommen, was uns vorgeworfen wird. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz, weil ich vor 3 Monaten aus Ägypten gekommen bin. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Projekten und ich weiß nicht, ob Joachim Paul auch hier ist von der Heinrich-Böll-Stiftung und er weiß das am besten. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Projekten, zum Beispiel auch auf deutscher Seite, auf Seite der Stiftungen, wo wir zwar nicht in der großen Öffentlichkeit, aber auch noch während des Mubarak-Regimes tatsächlich durchaus in den Bereichen Zensur, Menschenrechte mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet haben. Die Heinrich-Böll-Stiftung war eine der ersten, die wirklich diesen sehr, sehr begrüßenswerten Blogger-Dialog in der arabischen Welt organisiert hat. Wir hatten auch zum Beispiel gemeinsam mit der Deutschen Welle-Akademie bereits noch unter Mubarak eine Zusammenkunft von deutschen und europäischen und arabischen Bloggern organisiert, wo Fragen an der Kairo-Universität in aller Öffentlichkeit über Zensur letztendlich diskutiert worden. Insofern, ja, ich gebe recht, wir hätten wahrscheinlich viel mehr tun müssen, aber ich möchte doch den Punkt machen, wir haben unter dem, in dem Rahmen, wie das möglich war, durchaus eben versucht, intensiv mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Ich werde jetzt nicht auf unsere bilaterale Transformationspartnerschaft eingehen, das können wir dann noch machen. Danke. Aber nochmal eine Rückfrage an Sie. Ich finde es schön, dass Sie sagen, Sie möchten auch lernen. Gibt es denn Reflexionsräume unter denjenigen Akteuren, die die autokratischen Regime unterstützt haben? Wird reflektiert? Gibt es denn sowas wie Orte, wo man nachdenkt, was müssen wir jetzt besser machen? Oder sagt, geht es einfach darum, jetzt haben wir neue Finanzmittel, die geben wir jetzt aus und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen? Unter den Partnerstaaten? Ja. Unter den EU-Akteuren auch. Also erstens, es gibt es mit Sicherheit unter den Partnerstaaten, das ist ja einer der Gründe, warum wir zum Beispiel in der MENA-Region auch von deutscher Seite sehr, sehr intensive Transformationspartnerschaften haben, zum Beispiel eben mit Tunesien, wo wir glauben, dass ein guter Stück des Weges bereits beschritten ist, aber auch mit Ägypten. Wir sind uns klar darüber, dass wir insgesamt mit der gesamten Region, übrigens auch mit der arabischen Welt im Golf, letztendlich die politischen Dialogschienen deutlich intensivieren müssen. Ich glaube, wir sind uns alle klar oder müssen uns darüber klar sein, dass die Zukunft heißen muss, nicht Stabilität oder Demokratie, sondern Stabilität durch politische Partizipation und demokratische Entwicklungen. Ich glaube, das ist ein Punkt, worüber wir uns jetzt im Klaren sind. Ja, herzlichen Dank an alle für diese erste Runde. Wir werden uns jetzt etwas intensiver genau mit der Frage auseinandersetzen, welche Erwartungen haben vor allem unsere Gäste aus der Region an die Europäische Union. Und wir möchten auch wissen, welchen Einfluss hat denn die Europäische Union überhaupt? Und da möchte ich mit Heba Morayev beginnen. Dass sie uns schildert aus ihrer Perspektive auch als Menschenrechtsaktivistin, was sie von der EU erwartet. Und ich finde das ganz interessant. Ich komme gerade aus Brüssel zurück und habe dort eben auch mit Verantwortlichen für Ägypten geredet. Und da war eine Aussage, die ich ganz spannend finde, fand, die Europäische Union wird in Ägypten nur eine untergeordnete und eine nicht wichtige Rolle spielen. Ägypten ist nur begrenzt überhaupt noch an Europa interessiert. Sie hat ganz andere Partner in der Region. Und es kam auch die Antwort, Europa hat höchstens Karotten zu verteilen, aber keine Sticks, also a lot of carrots, but no sticks. Und ich würde gerne diese Frage einfach hier auch diskutieren. Ja, also hat Europa überhaupt noch politischen
Wirkung oder welchen Einfluss in Ägypten? These aren't easy questions to answer. I think looking at Egypt over the last couple of years in particular, the Egyptian revolution, in a sense, started in January 2011, but then we had a year and a half of military rule. So you didn't have a civilian elected authority taking over until after the June 2012 elections. And in fact, I would perhaps put mid-August as a starting point when the removal of, the order to of early resignation of Tantawi and Annen, the two leading generals of Egypt, who had effectively been monopolizing decision-making power on a whole variety of issues. That was really the starting point of a transition in power in Egypt, because the military was basically a continuation of the Mubarak regime. And so perhaps the timing of the announcement of the new European neighborhood policy and more for more or less for less came at an inconvenient time for the EU, because that was in the spring of 2011. And to be making those kinds of, to be recognizing the credibility gap and to be making these new commitments at a time when you effectively had a military taking over, it created expectations that those new commitments would in fact be implemented when it came to demonstrators being arrested, torture, virginity tests conducted, 12,000 civilians tried before military tribunals, and a military that was monopolizing decision-making power. And so very, very early on, you could see a failure on the part of the EU to address very serious human rights violations that were happening in Egypt. That's one starting point. So it wasn't just the failure of the Mubarak period. And when I say failure, our expectations are often based on what the EU commits itself to. So one of the complaints that I frequently hear, also at the Cairo level, is that the civil society have inflated expectations in terms of what the EU can or should be doing. But those of us who are actually interested in EU advocacy or in meeting with the EU and urging them to take action on human rights, which is not an easy feat at all for any of us, because to understand how the EU operates and who to speak to and how all the different mechanisms work together and what the opportunities are, even for us in international organizations is difficult, let alone in Egyptian organizations who have many other priorities on their plates. But even when you do engage, you still don't get an implementation of what's on paper. And so perhaps one way of addressing the EU's human rights foreign policy is to not write stuff down anymore, unless you actually intend to implement it. I think that's a good starting point because of the gap between expectations and otherwise. I think that in terms of, you started off by asking about influence. I mean, obviously, with the military, with the Supreme Council of the Armed Forces in charge, I think the EU had very limited influence. I think the Americans obviously had a far more immediate role and influence because of their funding of the Egyptian military and relations that they built up over the years. But I remember in the summer of 2011 all the way through to the fall, so many EU ambassadors at the Cairo level couldn't even get a meeting with the military. So that was a period of limited influence. I think if we're looking at Egypt, and a lot of my comments are focused on Egypt because this is where the last year and a half I've been examining the transitions and policies, I think Egypt right now is at a point where it's in flux. And so whether or not the EU has influence is something which will be determined by how the EU behaves in this period right now, because you have a new government, you have a new presidency, and I don't think the starting point of, well, the EU has limited influence, therefore we shouldn't try to incorporate human rights as part of our foreign policy discussions, I don't think that's actually a factually useful starting point. I think the new authorities in Egypt are outward-looking.
I think they are interested to a certain extent in, they are interested in engaging with the international community. There were moments where, especially in June, when the military issued a number of military decrees which would have limited the powers of the new civilian president, and where the military was really threatening that transition to civilian power, where international community support for the civilian elections was a very important moment with the new authorities. And I think that's something that can be built upon. But I would argue that influence comes with a number of different factors. And when you ask me about the expectations of the region, that's a bit of an impossible question to answer, because different people I'm speaking for Egypt, but even within the context of Egypt, you will hear different things from different people. Mm-hmm. I mean, yesterday, Dr. Derderi from the Freedom and Justice Party spoke about the new sense of pride and dignity that Egyptians enjoyed after the Egyptian revolution. I speak as a human rights activist. I'm also an Egyptian national, and I grew up in Egypt. And post-colonialism is something that we all grow up with and very much affects our thinking. On foreign policy issues with Mubarak, Mubarak was seen as somebody who did not have an independent foreign policy, and that was very much resented when it came to the Palestinian conflict right next door. And my generation lived through the Second Intifada, the Iraq War, and so there was this sense of wanting an independent foreign policy in Egypt. And I think Egypt's position towards Syria, for example, is something that has a lot of popular backing, because it's a reflection of this new and slightly more independent foreign policy. So what's related to that, and I think the EU really needs to take into account, is that arguments that were previously used by Mubarak's foreign service, like the double standards argument, that was an argument that was mostly used for procedural reasons. The Mubarak foreign service would, on a systematic basis, bring up arguments in response to human rights criticisms, whether at the UN or a bilateral basis within the EU, non-interference in domestic affairs, Egyptian sovereignty, the attempt to impose Western values on Egypt, and the argument of double standards. The West is not consistent in upholding the rights of Palestinians and therefore has less credibility in Egypt. I think on this in particular, this is an argument for which there is a lot of, that will not only be used for procedural reasons, there is substance behind this argument. And I think both Europe and the US will really need to think about that, because even if Egyptians, I think there was a bit of a discussion about this yesterday, the impact of the Israeli-Palestinian conflict on the domestic situation, to what extent it's a priority, even if even if Egyptians are very consumed about the situation within Egypt, when it comes to foreign policy, they're extremely aware of what is said about Palestine and about Syria. On human rights in particular, I think what our expectation in the Egyptian human rights community, I've already spoken a little bit about actually living up to the commitments that that are already on paper, and on that, I mean, at a minimum, actually using the EU guidelines on human rights defenders, using the EU guidelines on torture. But beyond that, I think what we expect is consistency and the political will to support a human rights policy. I think it was Mr. Reinecker who was saying yesterday that in terms of dealing with dictators, that we have to be realistic, that the EU will have to deal with, any dictator will have to have relations in the end, and that in any case, I think the remark was that you don't know if the people you support today, what they may turn into in the future, because regimes can change. And I think that's a great remark, because it sort of reflects some of the things that I used to hear, again, from EU officials beforehand. And I think the answer to that is that you actually need to have a consistent and genuine human rights policy, because if you don't do that, you may end up in exactly the same situation you were in before. And when I say human rights policy, I mean the benefit of human rights is that, I mean, I'm obviously selling human rights as
the need to frame foreign policy. But I think, you know, there's a lot of there's a lot of tension in Egypt today between people who self-identify as liberals and anti-Islamists, and Islamists who self-identify as being anti-liberal. And the EU shouldn't wade into that discussion at all. In terms of taking sides, I think there are some Egyptian liberal politicians who want EU support or who want to delegitimize the elections. I mean, that's an irrelevant discussion. There is a new government. There were elections that took place. The EU has to deal with the new government, but it needs to include the substance of human rights commitments. And on some of these issues, on some human rights, I think the new authorities will, you know, it's a non-sensitive, non-controversial issue. If you talk about torture, if you talk about arbitrary detention, if you talk about the emergency laws. So there is zero justification for saying that now things are too sensitive or too fluid for the EU to be raising these issues, because at the discourse level, the new authorities will, you know, will say that they are committed to these rights. And I will end on one last point. Mm-hmm. But the reason you need to integrate human rights early on to regularize human rights discussions as part of your foreign policy engagement is that there are also the more difficult issues. And unless you do this early on, it will become increasingly difficult over the next years to have discussions about criminal prosecutions for blasphemy, about women and children's rights that may conflict with certain provisions of Islamic law. Those are the difficult discussions, and unless you start unless you manage to, what I call, you know, regularize human rights discussions as part of your foreign policy engagement early on, I don't think you'll be able to have a real human rights policy. Okay, thank you very much. Ganz, ganz herzlichen Dank, Heba Moraya, für dieses starke Statement dafür, dass die EU sich nicht abbringen lassen sollte, für demokratische Grundprinzipien und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Und ich gebe auch sofort an Herrn Reifenstuhl weiter, weil es ist ja jetzt die Frage an Sie. Glauben Sie, dass die EU in der Lage ist, bei 27 Mitgliedstaaten sehr unterschiedlichen Interessen, ne, auch in der Region, jetzt nicht nur zu Ägypten, diesen Standard, den Frau Moraev nun genannt hat, überhaupt durchzuhalten, durchzusetzen? Und die zweite, weil ich ja gesagt habe, wir wollen auch über den Einfluss der EU in der Region reden. Ich möchte Sie im zweiten wirklich nochmal darum bitten, wie Sie einschätzen, welche Hebel Sie überhaupt haben, Einfluss zu nehmen als externer Akteur. Sie sind nicht der einzige externe Akteur, sondern es sind viele unterwegs, USA, Golfstaaten, Saudi-Arabien. Wo sehen Sie denn überhaupt Handlungsspielräume? Danke. Zwei Fragen. Danke Ihnen. Vielleicht zunächst zu dem Punkt Einfluss. Und wenn ich Menschenrechte vergessen sollte, erinnern Sie mich. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, und ich glaube, das ist auch gut so, wie auch Heba Moraev gesagt hat, dass zum Beispiel in Ägypten der Wille vorhanden ist, eine selbstdefinierte, eigenständige außenpolitische Verantwortung wahrzunehmen. Ich glaube, das ist das legitime Interesse. Ägypten war immer ein regionaler oder ein regionales Schwergewicht, von dem sehr viel, was Stabilität, Frieden in der Region angeht, abhängt. Und ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, und den Punkt möchte ich unterstreichen, dass Ägypten diese außenpolitische Rolle auch wieder verantwortungsvoll wahrnimmt. Zweitens, ich habe nicht den Eindruck, dass die Europäische Union vollkommen uninteressant für Ägypten ist. Zumindest gibt es eben nächste Woche am 14. und 15. November gibt es eben die Taskforce, die in Kairo stattfinden wird zwischen Ägypten und der Europäischen Union. Und es wurde ausdrücklich von ägyptischer Seite darauf hingewiesen, dass man nicht nur auf höchster Ebene wahrnehmen will, sondern dass man gerade an diesem Treffen jetzt, ich glaube auch das Timing ist durchaus vernünftig, dass man tatsächlich sehr großes, starkes Interesse hat. Having said this, natürlich müssen wir uns bewusst sein, dass es, was insgesamt Länder des arabischen Frühlings und die Region angeht, dass es eine Vielzahl von Akteuren gibt und dass die Europäische Union und auch ihre Mitgliedstaaten natürlich nicht die einzigen sind, die Einfluss oder Auswirkungen durch ihre Politik in der Region ausüben. Deswegen glaube ich, ist aber umso wichtiger, dass wir eben versuchen,
unsere Politiken, und das betrifft insbesondere auch den Wirtschaftsbereich, dass wir wirklich versuchen, unsere Politikansätze abzustimmen. Das heißt zum Beispiel, was die Bereiche finanzielle Unterstützung angeht, was Budgethilfen für verschiedene Sektoren angeht, dass es tatsächlich einen koordinierten Ansatz gibt, was wir ja auch versuchen, einerseits im G8-Rahmen, im Deauville-Rahmen, andererseits auch Unterstützung von Seiten der Golfländer, die einfach finanziell sehr, sehr wichtig sind und die auch für Ägypten und andere Länder nicht verzichtbar sind, und eben gemeinsam mit der Europäischen Union. Also insofern, das ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, da kann auch noch, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist auch noch viel Verbesserungspotenzial, dass tatsächlich dort auch, was der Bereich wirtschaftliche Unterstützung angeht, dass das ineinandergreifen muss und dass keine Duplizierungen stattfinden dürfen. Zum Bereich Menschenrechte. Absolut, wir sind der Auffassung, dass Menschenrechte Teil des politischen Dialoges sein muss, den wir mit den Ländern in dieser Region haben. Ich glaube, es ist wichtig, und Frau Heber-Moraev hat das angesprochen, dass wir dabei aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern eben klar machen, dass wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe haben wollen. Die Revolutionen zum Beispiel in Ägypten oder in Tunesien wurden von den Menschen, von der Bevölkerung erkämpft, und ich glaube, sie haben einen legitimen Anspruch und machen diesen auch geltend, dass sie ihre eigene zukünftige politische und sozioökonomische Zukunft auch selbst mitgestalten wollen. Also insofern ist mir der Punkt wichtig. Ich glaube, wir dürfen nicht wieder versuchen, ausschließlich von unserer europäischen Perspektive auszugehen und zu sagen, es muss quasi eine Europäisierung der arabischen Staaten stattfinden. Gleichzeitig, glaube ich, ist, oder möchte ich unterstreichen, es ist aber wichtig, dass wir natürlich nicht sagen, deshalb können wir verzichten auf gewisse Mindeststandards, was der Bereich Menschenrechte angeht, was der Bereich Rechtsstaatlichkeit angeht, was der Bereich Rechenschaftspflicht von Regierungen angeht. Insofern glaube ich, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir tatsächlich einen vernünftigen, realistischen Ansatz wählen, der auch realpolitisch durchsetzbar ist, aber gleichzeitig bitte nicht auf das, was, glaube ich, auch Erwartungen der Menschen sind, einerseits wirtschaftliche Entwicklung, Chancen im sozioökonomischen Bereich, aber auch tatsächlich eine Gewährleistung von mehr Freiheiten, von Menschenrechten etc. Ich glaube, wir müssen unbedingt dies auch weiterhin Teil von unserer Politik, von der deutschen Politik, aber natürlich auch innerhalb der Europäischen Union haben. Ja, eine Nachfrage an Sie. Jetzt ist nächste Woche die Taskforce EU-Ägypten, und es wird ja derzeit auch an neuen Aktionsplänen gegenüber Tunesien und anderen Ländern gearbeitet. Versuchen Sie doch mal sehr konkret uns zu erzählen, wie Sie dann von Seiten der EU und der Bundesregierung die Grundprinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in diese Verhandlungen einbringen. Versuchen Sie einfach mal hier zu erläutern, wie Sie das ganz konkret machen. Ist es dann eine Fußnote oder am Rand, oder wo findet es statt? Am Tisch, in Gesprächen, so konkret wie möglich, damit wir uns das alle vorstellen können. Was den Schutz der Menschenrechte angeht, verschiedene Ebenen. Einerseits machen wir klar, haben wir zum Beispiel gegenüber Ägypten, aber auch Tunesien, auch von Seiten der Bundesregierung sehr, sehr klargestellt, wie wir die Ereignisse haben oder hatten, zum Beispiel am 12. September und am 14. September in Benghazi, oder wie die US-Botschaft erstürmt worden ist, dass zum Beispiel eben gewisse Mindeststandards an Sicherheit auch im Bereich Transformation wichtig ist, unter Einhaltung der Menschenrechte. Wir haben mehrfach, nicht immer in der Öffentlichkeit, aber doch sehr, sehr deutlich hinter verschlossenen Türen klargemacht, zum Beispiel gegen der tunesischen Regierung, dass wir glauben, dass der jetzige Verfassungsprozess sehr, sehr grundlegend sein wird für die Zukunft. Das heißt, Fragen, wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Religion? Wie ist die Rolle der Frauen? Es gab einen sehr kritischen Israel-Artikel, Artikel 27 in der tunesischen Verfassung. Insofern, wir haben von unserer Seite schon immer sehr, sehr deutlich gegenüber den Gesprächspartnern gemacht, dass wir glauben, dass zum Beispiel Tunesien sehr, sehr aufpassen muss, dass tatsächlich die Verfassung das Fundament sein wird, auf dem die Zukunft dieses Landes aufgebaut wird. Wenn wir im Bereich
Europa sprechen, dann ist es eben tatsächlich wichtig, dass wir, wenn es um Aktionspläne geht, dass wir eben versuchen, tatsächlich die zukünftige Vision, wie für 4-5 Jahre die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und zwischen den jeweiligen Partnerstaat Tunesien oder Ägypten stattfindet, dass man versucht, tatsächlich zu umreißen, was die wesentlichen Bereiche sind. Und das sind natürlich einerseits wirtschaftliche Bereiche, das sind auch diese Erwartungen, Mobilität, Marktzugang. Von deutscher Seite würde ich auch hinzufügen, dass wir auch einen ehrlicheren partnerschaftlichen Umgang haben mit den Interessen der Länder, gerade im Maghreb, zum Beispiel Landwirtschaftspolitik, zum Beispiel Fischereipolitik, aber natürlich auch, dass Bereiche wie Kontakte zur Zivilgesellschaft, Kontakte im Bereich Bildung, Jugend tatsächlich Bestandteil sein müssen, genauso wie Menschenrechtsprinzipien. Ja, herzlichen Dank für die Ergänzungen. Ich glaube, das ist wichtig, das immer etwas konkret zu machen, wo überall und zu welchen Handlungsfeldern die Dialoge stattfinden. Ich möchte nun Herrn Masmoudi die Gelegenheit geben, seine Erwartungen an, was ist denn europäische Partnerschaft? Was wäre eine Partnerschaft für Demokratie und sozioökonomische Entwicklung? Weil ich denke, es ist richtig, was Sie ansprechen, Herr Reifenstuhl. Wir müssen ja uns auch über die ökonomischen Entwicklungsperspektiven der Region im Kontext der demokratischen Entwicklung nähern. Und das tun wir jetzt im zweiten Teil dieses Podiums. Herr Masmoudi. Thank you very much. I want to say that from the beginning that I think the policy or the approach of more for more and less for less is fine as a policy to deal with existing regimes, to push them to reform slowly and over time. This is not a good policy to have when you are building new democracies from scratch. You have to have a new approach. These countries are building a new system from scratch. And the help of the European Union is really essential in this critical phase. So I think that we can keep more for more with the other Arab countries. But for Tunisia, for Libya, and for Egypt, we need a radically different approach, which is to think about what do these countries need to succeed in the democratic transition, in the very, very critical. They are building new political systems. So I think we really need to seize the moment and to understand that this is a really historic moment. Imagine if when we had the Eastern European or the Soviet Union fell and the European Union did not react with a policy to support the economic transition and the political transition in these countries, the transitions would have failed in these countries. And Europe would be very different today if the entire world, but particularly the European Union, did not really mobilize all its resources to make sure that these transitions are successful. So I think we really need to understand that what is happening in Tunisia and also in Egypt and Libya, of course I'm much more familiar with Tunisia, so I'll try to focus more on Tunisia, is a historic transformation in these countries. We need to understand the challenges of these transformations, and we need to really come up with an approach to really make a difference, to really make sure that these transformations and these transitions succeed. There is, it will be a catastrophe if these transformations and transitions do not succeed, especially in Tunisia. So there is a lot of expectations in the region. People, and one of the myths that is repeated often that I heard yesterday again is that people really revolted for social economic reasons. It is true, they were part of the mix. And that's how perhaps the revolution started in Tunisia, because of poverty and unemployment. But very, very quickly, within a matter of days, it became political demands. Because people realized, and this is why it is a revolution, that for the first time, I think, in Tunisia and in the Arab world, realized that they cannot have economic development without democracy, that they cannot have economic development with dictatorship.
So this is why immediately these revolutions became again for political rights, for democratic rights. So it is, and what, why we had rich people in the streets. They weren't just poor people in the revolutions. In Tunis, in Sfax, in the big cities, we had a lot of rich people and middle class. They were not for, it wasn't for economic reasons only. It was for political rights. It was mainly for corruption, because people also understood that corruption was a big problem and that you cannot fight corruption without democracy. So, And not develop corruption in the first place. So I think it is really important that we understand that this is a really a historic moment. These democratic transitions are difficult and fragile for many, many reasons. But one of these reasons is you have a lot of forces that are working against these transitions. For example, you have the remnants of the old regime that are still very powerful, that are still hold and control a lot of institutions, economic and social and political institutions, and the media and everything. So really, we should not take these transitions for granted, and we should realize that these are very, very difficult and sensitive transitions, that they will take time. As we know from the experience of other countries, democratic transitions will take, you know, minimum of 5 years to 10 years, you know, that this is a lengthy process that is, you cannot build democratic transitions or democratic institutions and traditions and culture in 1 year or in 2 years, that this is a difficult and long process. And therefore, I think what Europe needs to do is really understand the needs of each country and focus on each country individually, and come up with policies to really make sure that these transitions succeed. On the political level, I think we all agree, and you said it, that it's mostly an internal debate. These are, after, you know, these are revolutions, after all. They're not going to take orders from anybody. So it's mostly an internal debate about what kind of constitution they're going to have and what kind of institutions. But yet the European Union can help on the political level, for example, by helping civil society, by providing technical assistance and expertise. But also, you know, realizing that it is mostly an internal process. But where I think the European Union really can make a difference, and the United States also really can make a difference, is by providing economic support. Because, as I said earlier, these transitions will require time. They cannot be done overnight. They will require at least 5 years or longer. And the biggest danger against these transitions right now is that unless you start to provide some benefits to the people, they start to see some improvements in their livelihood, in their job situation, in their economic situation, they are not going to be patient, especially the youth. The unemployed youth who started the revolution, they are not going to be patient. And this is the biggest risk. And, you know, that we need time. This time that will take 5 years or more, we need real economic support, real economic assistance, something like the Marshall Plan, you know, that helped Europe rebuild itself after World War II, something like the support that was given to Eastern Europe after the Soviet Union collapsed. We are not seeing that right now. What we are seeing is really, really small amounts of aid that will not make a big difference at the end of the day. And I am really worried that unless this real economic support comes through, we heard a lot about it in G8 meetings, you know, 40 billion and 50 billion, but it has not materialized, as we know, that these transitions, you know, could be threatened and could fail. And then we will, you know, really be sorry that we missed the moment. Could you please? Yes. Eine Nachfrage in dem Zusammenhang an Sie. Ich finde es auffallend, dass wir richtigerweise sehr viel über die politischen Reformen reden. Es sind Herausforderungen zu bewältigen, wie neue Verfassungen, Wahlgesetze, NGO-Gesetze, Institution Building. Wir fokussieren uns zu Recht stark auf die institutionellen, demokratischen, rechtsstaatlichen Fragen. Aber auffallend ist, dass es sehr wenig Diskussion darüber gibt, was hat denn die Region?
für eine ökonomische Vision? Wir müssen, glaube ich, mal fragen, was haben denn auch die Regierungen jetzt an der Macht, die Muslimbrüder, für ökonomische Konzepte? Eine Partnerschaft zwischen der EU und der Region setzt ja voraus, dass es ökonomische Vorstellungen für die Entwicklung der Region gibt. Und ich möchte Sie fragen, was Sie darüber wissen, weil ich finde es schwer herauszufinden, was sind eigentlich die ökonomischen Visionen der Muslimbrüder an der Macht, was Sie denken, was die Region an Entwicklung braucht. Wir können ja nicht einfach nur über große Summen reden, sondern die Richtung muss ja diskutiert werden, um die es da gehen kann, mit den Menschen vor Ort. We need to understand that what has happened in Tunisia and in Egypt and in Libya is we have new regimes and we have new parties that have basically no experience whatsoever in governing. So it is really not fair at all to say, okay, well, you have to tell me your economic plan first before I support you, because I need to know. I'm not saying this is what you're saying, but this is why it's a difficult transition period. We had revolutions. The old regimes are gone. By definition, the dictatorship does not allow other political parties to have plans or programs. It doesn't even allow them to meet. So they have no programs because they barely existed legally. So it is not realistic to say, okay, now you are in power, you know, you've been elected, you're 3 months in government, tell me what your economic plan or other plans, not just economic. The reality is most of them have no plans. They don't have any plans because they were fighting. In the case of Tunisia, the leadership of al-Nahda was either in jail or in exile for the last 25 years. So to come to them and say, okay, what is your plan? The reality is they have no plans. And no other party in Tunisia has any plans. We were not prepared for these revolutions, and the dictatorship did not give us time to prepare any kind of plans. So what needs to happen now is we need to be patient. We need to support these transitions by giving them time, as I said. It will. When we support them, they will plan. They will develop their plans over time. But right now, please allow me just to. I think you are contradicting yourself a bit because you say we have to boost a lot of money into the region, like a Marshall Plan. That's a boost of money. But if the money is not accompanied by economic ideas and economic visions for the region, then I think it's the IMF or the external actors who are again dictating the economic development in the region. So I fully agree that patience is needed, but on the other hand, I would like to see us, as in we, the people here in the audience, as well as those on the panel, to consider and think about what can we do to organize a dialogue around the economic perspective of the region and not just focus only and mainly on political reforms, but at the same time on the issue of socio-economic development. What is the vision? Well, I think I agree with you, and we need a dialogue on these issues. We don't need to tell them, give us a plan, because they don't have a plan. We don't need to tell them also what to do, because they will not accept orders from anybody. We need to have a dialogue. So we need to have institutions that say, okay, we have this much money to support your economic transition and your democratic transition. We need to have a dialogue about what are you going to do with this money? How are you going to help build or rebuild the infrastructure, the education, the job, economic situation, so there has to be a dialogue, of course, about these issues, but we shouldn't say, okay, give us your plan and then we will fund it. Fully agree. No dictatorship on economic plans. So, das ist doch eine gute Brücke zu Ihnen, Frau Bendik. Sie schauen sich ja sehr intensiv die europäische Nachbarschaftspolitik an. Die hat ja auch ökonomische Komponenten und nicht nur politische. Sie kommt gleich daher mit mehr ist für mehr als Konditionalität. Sie haben schon angekündigt, dass Sie Konditionalitäten nicht besonders gut und förderlich finden, weder für die Partnerschaft noch für die Kooperation.
bin jetzt gespannt auf Ihre Vorschläge, was die Europäische Union sowohl politisch als auch sozioökonomisch für die Transition der MENA-Region tun könnte. Okay, vielen Dank. Zunächst möchte ich einmal noch mal sagen, uns alle daran erinnern, es hat schon mal eine Transformation gegeben in Osteuropa und darüber ist viel geschrieben worden. Und ich weiß, dass man diese verschiedenen Regionen nur bedingt miteinander vergleichen kann. Aber trotz alledem gibt es, würde ich sagen, zwei Autoren und zwei Erkenntnisse, die Ausgangspunkt auch oder Prämissen sind für die folgenden Überlegungen. Das eine ist eher von einem linkeren Denker und das andere eher von einem konservativen Denker. Einmal möchte ich Klaus Offe nochmal in Erinnerung rufen, der ganz klar herausgearbeitet hat, dass es ein Paradox gibt bei der Modernisierung, und zwar das Paradox der gleichzeitigen Entwicklung. Und zwar eine demokratische und eine ökonomische Modernisierung lassen sich nicht parallel verwirklichen. Das sind die Erkenntnisse aus der Transformationsforschung in Bezug auf Osteuropa. Es kann konsekutiv erfolgen, aber beides gleichzeitig in einem Schlag zu wollen, und das versucht im Prinzip ja auch europäische Politik, Modernisierung, die sowohl wirtschaftlich als auch politisch gleichzeitig stattfinden soll, ist aus der Erfahrung der Transformation in Osteuropa sehr problematisch, sehr schwierig einfach. Ist zwar wünschenswert, aber sehr schwierig. Das zweite ist Böckenförde, der sagt, Demokratie lebt von Vorbedingungen, von kulturellen, strukturellen Vorbedingungen in Gesellschaften, die man von außen nicht exportieren kann oder importieren kann, sondern die müssen schon aus den Gesellschaften heraus selbst generiert werden. Was aber natürlich schwierig ist, weil ich würde behaupten, schauen wir uns die Berichte an der Kommission jetzt vom Mai 2012, der erste Jahresbericht zur ENP, zur europäischen Nachbarschaftspolitik, nach der Neuauflage vom Mai 2011, müssen wir uns grundsätzlich, und ich glaube, da sind beide Seiten der Partnerschaft gefragt, uns darüber verständigen, was meinen wir mit Demokratie, was meinen wir mit Rechtsstaatlichkeit und was sind eigentlich unsere Ausgangspunkte, über die wir reden. Und das ist gar nicht so einfach. Also wir hatten gestern hatten wir den ägyptischen Parlamentspräsidenten El-Qatani zu Besuch bei uns im Institut. Und ich glaube, dass eine Verfassungsentwicklung in Ägypten und die Sie auch wirklich als eine demokratische Entwicklung verstehen, von Prämissen lebt, die in unserem westlichen, europäischen, kulturellen Kontext so vielleicht gar nicht verstanden werden können, weil wir einen anderen Weg gegangen sind zur Demokratie. Und insofern werden die nordafrikanischen Staaten, also wird Ägypten, wird Tunesien, wird Marokko, werden einen anderen Weg suchen hin zur Demokratie. Und lassen Sie mich aber erst noch mal was positiv sagen über europäische Nachbarschaftspolitik, weil ich glaube, vom Ansatz her ist es eine innovative Form von Außenpolitik, weil sie nämlich versucht, im 21. Jahrhundert verschiedene unterschiedliche Politikbereiche, angefangen von Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, was beispielsweise in Moldau eine ganz große Rolle spielt, ja, oder Sozialpolitik, bis hin zu Reformen im Bereich von Justiz und Innenpolitik, also im Polizeiwesen, miteinander zu verknüpfen. Und dann kommt aber wiederum das etwas problematischere Ziel mit der strategischen Vorgabe, die Nachbarstaaten, das ist wieder dieser eurozentrische Blick, die Nachbarstaaten zu rechtsstaatlichen und demokratischen Reformen zu bewegen, die das Niveau ihrer politischen Stabilität und das der Region insgesamt erhöhen können. Und da weiß ich nicht, ob wir wirklich die gleiche Sprache sprechen. Ja? Das gilt es, glaube ich, nochmal zu klären. Das Zweite ist, ich glaube, und da wäre vielleicht wirklich 10 Jahre europäische Nachbarschaftspolitik auch nochmal ein Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, ob es geht, wirklich 16 Länder in ein Politik-Framework reinzupacken. Nochmal zur Erinnerung, wir haben es hier mit 16 Staaten zu tun, östliche EU-Anrainer, Belarus, Moldau und Ukraine, im südlichen Kaukasus Armenien, Aserbaidschan und Georgien und in der Mittelmeerregion Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, die palästinensische Autonomiebehörde mit Gaza und Westjordanland, Syrien und Tunesien. Das ist eine große Aufgabe, ja.
das Ziel zu haben, und das ist natürlich ein verständliches europäisches Ziel, weil wir das alle wollen, weil wir das, glaube ich, auch auf beiden Seiten brauchen, ist eine Region zu schaffen, die Stabilität bringt, die Sicherheit bringt und die für uns alle Wohlfahrt bringt. Das ist aber natürlich mit einer Neuverteilung und Umverteilung. Wir sehen das sehr gut momentan in der Europäischen Union selbst, wie sich die Umverteilungsfrage stellt. Aber die stellt sich natürlich noch mal in einer anderen Dimension, wenn wir diese Nachbarstaaten jetzt in unsere Außenpolitik einbeziehen. Deshalb der Ruf nach einem Marshallplan, der wurde ja auch in Griechenland schon gerufen und der wurde auch zu Beginn der Neulancierung europäischer Nachbarschaftspolitik wieder aufs Tableau gebracht, ist natürlich wünschenswert. Ist aber auch die Frage, muss man mal ganz ehrlich sagen, die Europäische Union kann das finanziell gar nicht allein wuppen. Und wenn, müsste es in dem Sinne, da kann man vielleicht auch wirklich, und das passiert ja auch in Ansätzen in dieser Nachbarschaftspolitik, dass man vom Stabilitätspakt für Südosteuropa gelernt hat, dass man nämlich versucht, internationale, regionale Organisationen, aber auch Staaten, reiche Staaten aus der Region in diese Nachbarschaftspolitik oder in diesen Politikansatz mit einzubeziehen, weil an Geld mangelt es nicht in der Region. Das muss man einfach mal so sagen. Ja? Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, und da komme ich zur europäischen Politik selbst. Wir haben natürlich, wir wollen immer alle eine kohärente und konsistente europäische Außenpolitik. Das ist aber vom Ansatz her schwierig, auch schon bürokratisch, weil die europäische Nachbarschaftspolitik sich nicht nur untergliedert in verschiedene Regionalreferate, sondern wir haben... Die europäische Nachbarschaftspolitik ist nur ein Bestandteil des großen Baukastensystems europäischer Außenpolitik. Daneben gibt es noch gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Dann gibt es die Energieaußenpolitik. So, und das Problem ist natürlich, dass diese verschiedenen Politikbereiche nicht miteinander abgestimmt sind. So, wenn wir über europäische Nachbarschaftspolitik reden, dann klammern wir mal ganz schnell Energieaußenpolitik aus. Ja, weil uns... Das wird dann schwierig, weil dann wird es eher interessensgeleitet und dann kommen wir wieder zu diesen Konsistenzproblemen und zu dem Glaubwürdigkeitsproblem, was wir von vornherein hatten. Der nächste Punkt ist, wo ich, genau, die eigentliche Hebelwirkung, da komme ich zum Punkt, die europäische Nachbarschaftspolitik bieten könnte. Und da würde ich sagen, da könnte man jetzt schnell sagen, ist das überhaupt realistisch? Da würde ich aber sagen, realistisch, was wir sehen, ist das, was wir heute haben. Das ist realistische Politik, aber die ist nicht eigentlich im Interesse, im gesamteuropäischen Interesse und im Interesse Europas, Nordafrikas oder aber auch Osteuropas. Weil was wir brauchen, glaube ich, ist mehr Liberalisierung. Das ist der wirkliche... Meinen Sie ökonomische? Ja, also man könnte auch weitergehen. Ja, also man kann natürlich auch an die 4 Binnenmarktfreiheiten denken und dann würden wir natürlich auch die Freizügigkeit und die Mobilität mit einschließen. Man muss mal nicht radikal sein, aber es wenigstens mal als denkbare Option vielleicht mal auf den Tisch sagen, ohne sofort zu sagen, das ist unrealistisch. Weil eine wirkliche Modernisierung kann, glaube ich, und da bietet natürlich die europäische Integration auch ganz gute Erfahrungen, eine Modernisierung findet statt, wenn man auch Liberalisierung, Modernisierung und vielleicht auch sogar in Nordafrika eine gut verstandene, nachhaltige Industrialisierung erstmal hinkriegt, ja, um überhaupt Vorbedingungen zu schaffen für eine wirtschaftliche Entwicklung. Weil was nützt das, wenn wir Märkte aufmachen, wenn wir überhaupt nichts haben, was dort exportiert oder importiert werden kann? Und außerdem, da stellt sich auch nochmal die Frage, wie dann der intraregionale Handel überhaupt auf die Beine gestellt haben. Genau, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ich will gar nicht Paternalismus, und das ist schon klar, glaube ich, aber ich will über den Einfluss noch mal sprechen, den die Europäische Union wirklich ausüben kann. Wir haben gesagt, es sind 16 Staaten. Und ich glaube, was ein realistischer Ansatz ist noch mal, und das ist nicht unbedingt das, was ich für normativ, also für gut halte, aber das ist das, was momentan passiert. Wir haben 16 Staaten und diese 16 Staaten werden geordnet, differenziert, und zwar, also in der Rhetorik sagt man,
Man macht es davon abhängig, wie hoch die Reformneigung ist, wie sichtbar sie ist. Faktisch, glaube ich, was passiert in der Einordnung von Ländern, auch wenn man nochmal den Bericht sieht von Mai 2012, faktisch macht die Europäische Union, nimmt sie Kriterien von einer ökonomischen Abhängigkeit, da kann man Handelsbilanzen sehr schön zu Rate ziehen, dieser Länder mit der Europäischen Union, und eine sicherheitspolitische, ein sicherheitspolitischer Indikator kommt zum Tragen. Und zwar, inwiefern brauchen wir teilweise diese Staaten, Ägypten ist dort ein gutes Beispiel, auf regionale Konflikte Einfluss zu nehmen. Und inwieweit muss man mit diesen Ländern in Kooperation treten, um überhaupt auch Konfliktbewältigung betreiben zu können. Andererseits gibt es aber auch Länder, die in der Europäischen Union nach wie vor einen Stabilitätsanker sehen, besonders in der östlichen Region. Ja? Also wir haben dort, das ist ein ganz großes Thema natürlich bei Moldau, ein großes Thema bei Georgien, immer wieder die Frage der NATO-Mitgliedschaft. Also insofern, wir haben hier eine Interdependenz, eine Abhängigkeit, eine gegenseitige Abhängigkeit, die ist einmal ökonomisch und sicherheitspolitisch gegeben, aber auch, die zeigt sich dann wiederum in den Reformwillen, das spiegelt sich in den Reformwillen wieder dieser Staaten. Nun, jetzt gibt es aber Länder, also und dazu zähle ich, also wo ist die Abhängigkeit, die ökonomische und sicherheitspolitische Abhängigkeit hoch und wo ist die Reformneigung auch hoch? Das sind Staaten Moldau, das ist alles relativ, Moldau, Armenien, Georgien, Ukraine, Marokko und Tunesien. Dann haben wir den interessanten Fall, dass wir eine Ländergruppe haben von reformorientierten Staaten, aber die sind eigentlich ökonomisch und sicherheitspolitisch von der Europäischen Union relativ unabhängig. Dazu zählt Israel. Die Garantiemacht ist USA für Israel. Der Handel mit der EU, ist ein Fall, glaube ich, auch für sich, ist eine etablierte Demokratie. Jordanien und Ägypten sind aber auch nochmal spannende Beispiele, weil Jordanien, der Handel mit der Europäischen Union ist nicht sehr signifikant. Also es gibt auch alternative Absatzmärkte, das ist insbesondere für Ägypten wichtig. Also insofern ist da eigentlich das Spannende, und da gibt es auch eigentlich sehr viel Potenzial, dass eben wirklich diese Reformbewegung aus diesen Staaten selbst herauskommt. Und das macht auch nicht nur Ägypten als große Regionalmacht in diesem Raum spannend, sondern auch inwieweit es dieser Staat schafft, aus sich selbst heraus eine Reformneigung hin zur Demokratie zu entwickeln. Und ich glaube, wir wissen alle noch nicht, wie das ausgehen wird. Das ist auch klar. Dann gibt es noch zwei Ländergruppen, und dann komme ich zum Schluss, dann bin ich fertig, die interessant sind, weil ich glaube, da könnte die Europäische Union mehr machen, aber sie tut es nicht. Das ist der Fall Belarus, Westjordanland und Gazastreifen, also palästinensische Autonomiebehörde, wo beispielsweise die Abhängigkeit eigentlich von Hilfsleistungen seitens der Europäischen Union enorm hoch ist, aber man also es nicht schafft, diesen Hebel auch wirklich in eine Politik, in eine Außenpolitik zu transferieren. Dann gibt es Belarus, das ist nach wie vor die letzte Demokratie in Europa, schwierig mit Diktaturen da zu kooperieren. Und Libanon, ein anderes Phänomen, was auch problematisch ist, ist eben eines zerfallenden Staates oder eines Staates mit fehlenden staatlichen Strukturen, mit denen man überhaupt kooperieren kann. So, und dann gibt es eine Gruppe, die gehört nicht, um Gottes Willen, nicht in die europäische Nachbarschaftspolitik, weil diese Länder, man nennt sie auch in der Fachsprache ein wenig entweder die energiearroganten Staaten sind oder eben, also wie beispielsweise Aserbaidschan, Algerien und Libyen, wo man sagt, die Unabhängigkeit von anderen Akteuren, sprich auch die Europäische Union, da ist die Abhängigkeit eben eher umgedreht. Wir sind Abhängigkeit von den Energielieferungen dieser Länder. Deshalb greift dieser Ansatz der Konditionalität in diesem Fall überhaupt nicht. Fazit daraus, kein Grand Design Denken, sondern eher bilaterale Ausrichtung mit diesen Ländern und ruhig interessensorientiert, aber in unserem wohlgemeinten Interesse liegt auch, dass wir an Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und an Demokratie denken. Und dazu gehört auch, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und eben Diktaturen nicht zu hofieren in Europa. Danke. Ja, danke schön.
Danke schön, Frau Bendig. Ich würde jetzt noch eine Ergänzung machen zu Ihrem eigenen Fazit. Die Europäische Union hätte sich die Reform der europäischen Nachbarschaftspolitik unmittelbar nach dem arabischen Frühling eigentlich sparen können, weil eben diese 16 Länder, one size fits all und Konditionalitäten für 16 Länder für mehr eigentlich nichts gebracht hat. Also wenn Sie mir erlauben, sie nochmal zu interpretieren. Das hat natürlich jetzt sofort nochmal auch Herr Reifenstuhl auf das Tapet gerufen. Ich finde es gut, nochmal ganz kurz eine Reaktion von hier. Ich überziehe leicht, wir haben ja auch eine Viertelstunde später angefangen, Viertel nach dürfen Sie in die Kaffeepause. Ich verspreche es Ihnen, Sie sollen ja auch noch Fragen stellen. Bitte überlegen Sie sich, ich kann höchstens 4 oder 5 Fragen zulassen. Überlegen Sie sich, wer sich melden möchte. Wir haben nachher in den Foren viel Zeit für mehr Diskussion. Herr Reifenstuhl. Ich werde versuchen, es sehr, 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 sehr kurz zu machen. Gehe aber auch auf 1, 2 Punkte ein, letztendlich, die von anderen Kollegen gemacht worden sind. Erstens, ja, es ist wahrscheinlich schwierig, eine konsequente Politik im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik für alle 16 zu haben. Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, wir müssen sehen, wir müssen jetzt handeln. Wenn wir jetzt versuchen, eine vollkommen neue Nachbarschaftspolitik zu entwickeln, bin ich mir nicht sicher, ob dann inzwischen der Zeitrahmen für die Entwicklungen in der arabischen Region sehr, sehr viel Zeit verloren ist. Also da würde ich einfach für Realismus und Pragmatismus werben. Es ist far from perfect, absolut, aber ich glaube, was die Länder brauchen, ist Hilfe jetzt und nicht eine innereuropäische Diskussion für die nächsten 3, 4 Jahre, wie die europäische Nachbarschaftspolitik ausschaut. Ich wollte ganz kurz auf einige Anmerkungen eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, genau, Finanzhilfen jetzt. Es ist aber entscheidend wichtig, dass letztendlich, und das betrifft gerade Tunesien, was ja eigentlich eine gute industrielle Basis hat im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Region, dass jetzt einfach die Grundlagen gelegt werden, dass sie auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig werden. Und dazu reichen eben nicht Finanzhilfen, sondern es müssen eben Strukturreformen gemacht werden, es müssen gesetzgeberische Anpassungen gemacht werden, es muss Ausbildung, absolut auch Fortbildung, das gesamte Schulsystem muss angegangen werden. Das sind übrigens alles Bereiche, wo wir versuchen, in unserer deutschen Transformationspartnerschaft in den Rahmen, in den Möglichkeiten, die wir haben, zu unterstützen. Wir müssen kleine und mittlere Unternehmer in diese Länder bekommen, damit Beschäftigung geschaffen wird. Und das sind eben sehr, sehr viele Maßnahmen, die aber auch erfordern, dass eben von der Seite des Partners mitgespielt wird. Also it always takes two to tango. In Tunesien haben wir den Eindruck, dass diese Bereitschaft sehr, sehr gut vorhanden ist, andererseits oft ein Defizit an Wissen ist, wie ich das überhaupt gesetzgeberisch anpacken muss. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, wo eigentlich uneigennützig, auch wenn das nicht so oft in der Politik passiert, tatsächlich auch viele Beratungsleistungen zur Verfügung gestellt werden müsste, damit eben auch die neuen politischen Klassen einfach verstehen, was sind für gesetzgeberische Rahmenbedingungen notwendig, damit ich überhaupt Investitionen und gerade eben kleinere, mittlere Unternehmen beschäftigungsfördernd in diese Länder bekomme. Danke. Ja, herzlichen Dank auch für die Präzision und die Kürze. Heba, you wanted to react to Mrs. Benedict's I think just very quickly to a couple of points, but in particular to the one about the fact that Egyptians, the limit to European influence and the extent to which Europe should be involved in a process that is owned by the Egyptians. I mean, obviously, Europe is not going to, should not, and cannot influence the choices that Egyptian voters make. You know, Europe may have preferred non-Islamist majority parties to be in charge as a matter of inclination. The democratic reality is that Islamist majority parties were elected, and that has to be respected. So nobody's, and nobody in the human rights community is asking or would want Europe to, you know, in any way support liberals versus, I mean, that's not what's on the table, and that would be an interference in the political process that would be unhelpful to the extreme. But I think it's problematic to talk about different conceptions of values, of sort of Western versus Egyptian values, when we apply this to human rights. And I think this should be something which should be resisted at the outset. It wasn't something that was acceptable under Mubarak when that was used as an argument.
And I think the whole point of talking about human rights is that you make it as technical as possible. You look at Egypt's international obligations, and you engage in those technical discussions, and you engage in them at a variety of different levels. You engage in them in the context of discussions about economic support, socioeconomic rights. I agree absolutely with Dr. Masmoudi to the objection to the characterization yesterday as this having been solely a socioeconomic uprising. It was definitely, there were very clear political demands attached to it. But let's not forget the lesson of the fact that the socioeconomic, the lack of socioeconomic prioritization in Mubarak's policies, the rampant corruption, were a main source of outrage. And so new economic policies that are purely neoliberal and do not address socioeconomic rights from a rights-based perspective are going to be fundamentally unstable economic policies longer term. And I'd like to think in terms of policies that are based on rights as ones that guarantee long-term stability. I think also important in looking at the engagement of international financial institutions in Egypt, whether it's the EBRD or the IMF, there again, the failure to include a rights analysis in terms of some of the projects that are presented, and on the part of the EBRD, the fact that the EBRD is lowering its own standards of political conditionality when it comes to Egypt, I think, is fundamentally problematic. As a final point, I think engagements at a political level, if you take the issue of security sector reform as an example, that's not just a question of technical assistance, but it's also one where unless the security sector is reformed, there are no guarantees of longer short or medium-term stability in Egypt, that the continuation of torture in Egypt today, which is what we're seeing, the increase of the use of lethal force on the part of the police, that will not guarantee a stable economic environment. So let's not let's not think of human rights engagement as the last on a long list of other priorities, or the unpleasant discussion that you don't want to have with new authorities because you're trying to establish a new relationship based on respect. I think, on the contrary, the more you integrate this recognition that accountability for the security services is essential to security sector reform, that unless you reform the police, you will continue to see the kind of excessive use of force and demonstrations that drives away tourists, that freaks out investors. This kind of integrated approach, I think, is what is necessary. And arguments that, accepting that there are specificities to Egyptian rights is, I think, a fundamentally problematic approach to take. Yeah, thank you very much. I can't agree more for that statement. So, ich bin jetzt wirklich in dieser Situation, wo ich sagen muss, sind Sie bereit, noch ein bisschen was von Ihrer Kaffeepause zu opfern? Dann kann ich jetzt 3-4 Fragen zulassen, die sammeln wir. Wenn Sie an Herrn Reifenstuhl eine Frage haben, dann bitte zuerst. Er wird dann auch zuerst antworten, weil er muss wirklich dringend weg. Wir haben gesagt, um 11 ist hier Schluss, also more than fair, dass er dann auch gehen darf. Haben Sie eine Frage an Herrn Reifenstuhl? Wer wäre das? Dann nehme ich da kommen die Mikros, dann nehme ich den Herrn zuerst dran. Okay für Sie, ne? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Edmund Radka von der Universität München. Frontmusik hat schon mehrmals versucht, die divergierende Rolle der Mitgliedstaaten anzusprechen, aber es ist noch nicht so richtig aufgegriffen worden. Deswegen noch mit Herrn Reifenstuhl die Frage, wie sind die Bruchlinien vielleicht, wenn es sich denn gibt, innerhalb der Europäischen Union? Also gibt es noch diesen Club Med, der Südeuropäer, die ein anderes Verständnis haben, wie die neue Nachbarschaftspolitik ausschauen soll, als die Deutschen? Wie stimmen sie sich ganz konkret ab innerhalb der EU mit ihrer Transformationspartnerschaft? Wie finden das die Franzosen? Kann vielleicht Berlin-Paris auch eine Führungsrolle einnehmen, vielleicht auch, weil sie aus unterschiedlichen außenpolitische Traditionen kommen in dieser Region, und wären unsere französischen Freunde dazu bereit? Danke. Wunderbar. Danke für die Unterstützung und für noch mehr Infos von Herrn Reifenstuhl. Bitte, ich nehme, Sie dürfen jetzt antworten, und dann gibt es noch eine Frage an ihn? Okay. Da hinten an Herrn Reifenstuhl. Okay. Thank you. I want to thank the panel for a very stimulating discussion. I wonder if it's time we broaden our conception of human rights to include, for example, access to safe flight,
to baby powder, to kidney dialysis machines. And if we apply those standards, then, of course, the EU becomes one of the biggest violators of human rights in a place like Iran. Could you comment on that in terms of how you envision Germany's role in promoting human rights in a place like Iran while at the same time violating them in the name of sanctions? That's another hour of debate, I guess. Okay. Other time, other place, okay? Absolutely. Shall I answer this question in English or do you have possibilities of translation? Okay. Ich könnte jetzt einfach sagen, Iran fällt leider Gottes nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Ich könnte aber andererseits sagen, ich glaube schon, dass wir versuchen, eine sehr konsistente Politik gegenüber dem Iran zu fahren. Das betrifft insbesondere auch unsere Sanktionspolitik. Insofern glaube ich, ist das ein etwas einseitiger Vorwurf, der zumindest in der Gesamtheit nicht gerechtfertigt ist, insbesondere was Sanktionspolitik gegenüber Iran angeht und was auch politische Fragen angeht für die Stabilität in der Region, glaube ich, bezieht Deutschland schon eine relativ klare Position. Und ich glaube, es ist nicht der Fall, dass wir das auf dem Opfer oder auf dem Altar der Menschenrechte opfern. Also dagegen würde ich mich verwehren. Zweitens, Transformationspartnerschaft. Ich glaube, wir sind uns alle einig, und das betrifft auch Frankreich und Deutschland, dass die Länder jetzt unsere Hilfe brauchen. Der Bedarf, was wirklich gemacht werden muss in diesen Ländern, ist so riesig, dass wenn wir uns abstimmen, und das tun wir durchaus, dass, glaube ich, wirklich jeder die Möglichkeit hat, beizutragen. Das war jetzt ein bisschen ironisch gesagt, aber ich wollte damit zum Ausdruck bringen, der Bedarf ist so groß, dass wenn wir uns abstimmen, und das tun wir, dann ist wirklich, glaube ich, genug Möglichkeiten für jedes Land dort, den Ländern in der arabischen Region und insbesondere eben in Nordafrika zu helfen. Unterschiedliche Perspektiven. Ich kann Ihnen natürlich schlecht die Positionen von Frankreich, Italien und Spanien zu Politikbereichen in der EU erklären. Da müssten Sie mit diesen Vertretern sprechen. Vielleicht nur der kurze Kommentar. Ich glaube, es ist normal, dass Staaten, dass Nationen unterschiedliche Interessen haben. Das ist, glaube ich, auch Aufgabe der Regierungen. Dafür sind sie gewählt, dass sie eben die Interessen ihrer Länder wahrnehmen. Das wäre die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung wäre natürlich, sind die in Teilbereichen wie Handelspolitik, wie Fischereipolitik, wie Landwirtschaftspolitik, sind die nicht immer deckungsgleich. Aber das ist natürlich genau die Aufgabe, die wir dann im Rahmen von der Europäischen Union haben, dass wir eben tatsächlich dort Kompromisse herbeiführen. Und das sind immer Kompromisse, so ist eben Realpolitik, die eben auch für unsere Partner tragfähig sind. Danke. Na gut, das könnte man jetzt vertiefen zu den Bruchlinien. Ich denke, der Verweis darauf, dass die Länder Italien und Spanien mit gerade ihrem Einfluss auch in Nordafrika nochmal ein anderes Glaubwürdigkeitsdefizit haben, gemeinsam mit Frankreich, mit der kolonialen Vergangenheit als manche Länder von Deutschland bis Skandinavien, das ist schon bekannt, aber es stellt sich natürlich damit erst recht und konstant die Frage, wie kann man eigentlich den Ländern gegenüber bei so viel Interessensdivergenz mit einer konsistenten und kohärenten EU-Politik antworten. Das bleibt die Herausforderung. Das möchten wir jetzt, können wir ja mal festhalten hier als Schluss. Wenn Sie jetzt gehen müssen, Herr Reifenstuhl, bitte einen großen Applaus für Sie. Ich danke mich sehr, dass Sie sich der Diskussion hier sehr konstruktiv gestellt haben. Und ich hoffe auch, dass Sie einiges mitgenommen haben von dem Panel für Ihre Arbeit. Der Hauptsinn war für mich zu lernen. Danke. Sehr gut. Wiedersehen. Okay, so. Jetzt noch mal zwei Fragen hier vorne, Sie bitte und da hinten, ja, Michael, zwei noch und dann, es ist Ihre Pause, ne? Also ich meine. Ganz kurz eine Frage zur Ökonomie. Mhm. Eine Frage an Herrn Masmoudi. Frau Müschig, Sie haben das ja auch schon einmal angesprochen. Was Ägypten angeht, so. Ich höre das jedenfalls, dass die Muslimbrüder eigentlich neoliberal sozusagen in ihrer wirtschaftspolitischen Ausrichtung sind. Dann gibt es den Sektor des Militärs, das 30-40% der Wirtschaft in Ägypten besitzt, so mal umgangssprachlich formuliert. Und dann gibt es das Konzept, mittlere und kleinere Unternehmen
Gründungen zu pushen wegen der Arbeitsplätze. Wir wissen unter anderem, dass die große Arbeitslosigkeit in Ägypten auch eine Folge der IWF-Forderungen an Ägypten gewesen ist. Da ist richtig zum Teil Tabula Rasa gemacht worden und die Leute hatten dann eben keinen Job mehr. Nun kann ich verstehen, dass man nach einer Revolution nicht ausgereifte Pläne hat. Trotzdem diese Differenzierung oder diese Polarisierung zwischen neoliberal denken bei den Muslimbrüdern, dem Besitz von Wirtschaftsgütern in großem Stile des Militärs. Wie verhält sich das zu diesen Vorschlägen, die Herr Reifenstuhl eben vorgelegt hatte? Für diese sehr wichtige Frage, die ich auch gerne noch mehr vertiefen würde. Wir tun das wirklich nochmal auch in anderen Kontexten. Das verspreche ich Ihnen. Michael Kellner. Ja, Michael Kellner, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden von Bündnis 90 Grün. Ich habe eine Frage an Annegret. Annegret, wenn du sagst, mehr Liberalisierung, weniger Konditionalisierung, und ich denke an Staaten wie die Golfstaaten, dann heißt es für mich, wir exportieren einfach mehr Waffen. Dann machen wir das klar. Weniger Konditionalisierung, weniger Rüstungsexportrichtlinien, wir verkaufen die Sachen einfach dahinter. Ich kenne dich lange und gut, ich weiß, du meinst es nicht. Trotzdem will ich deswegen diese Frage nochmal hinterher. Also ich bin für mehr Liberalisierung bei Frage von mir aus Migration, bei den Fragen der europäischen Grundfreiheiten. Genau. Aber ich bin auch bei dem Punkt, wenn es zum Beispiel um Sicherheitssektorreform geht, eine Sache, die Heber gerade angesprochen hat, einer der wichtigen Punkte, da würde ich doch sagen, ja, wir sollen eine demokratische oder rechtsstaatliche Polizei und Justiz ist eine wichtige Aufgabe. Wenn die Länder das wollen, soll die Europäische Union, soll die europäische Nachbarschaftspolitik dies unterstützen. Aber muss sie da nicht Bedingungen stellen? Also, dass Folter bekämpft wird, dass Folter weniger wird. Und wenn das nicht funktioniert, muss man dann solche Sachen auch nicht hinterfragen. Also deswegen ist mein Punkt Konditionalität. Man muss sich sehr genau die Policy-Felder anschauen. Und das dann auch in bestimmten Bereichen einfach durchsetzen, weil sonst fallen die Menschenrechte einfach runter. Und Sicherheitssektorreform, Rüstungsexporte sind dafür für mich einfach Beispiele. Deswegen teile ich die These so einfach nicht. Ja, ach, ich würde so gerne weiter diskutieren, geht aber nicht. Herr Masmoudi, Sie haben konkret die Frage nochmal bekommen nach ökonomischen Konzepten, der ökonomischen Perspektive. Neoliberale Muslimbrüder, passt es mit sozioökonomischen und vor allem auch sozialen Gerechtigkeitskontexten zusammen? Well, I think that of course we have to have this debate about economic development and how, what's the best way to do it, about economic liberalization and the role of the state in the economic sector. These debates will continue, and they are continuing in Europe, in the United States, and even in developed democracies and economies. We still have a debate about the role of the state, for example, in the health sector, in education, in various sectors. So, of course, these debates, I'm not minimizing their importance. They're extremely important, and they will take time. You know, they will be debated. I don't think that the Muslim Brotherhood or the Nahda movement in Tunisia has a really clear and well-defined, you know, economic plan, and that's what I said. So they will be debating these issues, and I think they will, you know, they will need help, they will need assistance. The main thing right now, what I try to say in my talk, the main thing right now is that we have to realize that this is a critical moment in these countries, that these countries need real economic support, like we did in Eastern Europe, like we did in all the countries that went through these economic, these turbulence, this period of transitions, are very difficult. And unless we support them economically right now, I am afraid that they will stumble and they will fail in this democratic transition. So to put all of these questions that took us in the West hundreds of years to develop them and to answer them and to think about them. And now in 6 months, we want them to give us all their answers about all these questions. I don't think is realistic or helpful. You know, we need to support them and we need to help them in this very difficult transition period. Thank you very much, Frau Bendig. Ja, dazu drei Antworten. Aber kurze bitte. Ja. Und zwar, die erste ist, ich habe auch nicht gesagt, dass ich Konditionalität grundsätzlich ablehne. Ich halte es nur bei einigen Staaten für nicht handhabbar und unrealistisch.
Und wir haben durchaus eine Ländergruppe, wo wir Konditionen an die Politik verknüpfen können, weil die wirtschaftliche und auch vielleicht gegebenenfalls sicherheitspolitische Abhängigkeit von der Europäischen Union, von einzelnen Staaten so hoch ist, dass man es auch machen kann. Dann kommt aber bei mir noch der andere Punkt. Ja, dann, wenn wir keine Konditionalität haben, dann können wir ja auch Waffen exportieren, so wie uns gerade mal die Nase danach steht und wie die Wirtschaft es von uns verlangt. Da würde ich sagen, eben nicht. Dann heißt es nämlich, Konditionalität an das eigene Handeln anzulegen. Und zwar, es müsste eigentlich in unserem wohlverstandenen eigenen nationalen und europäischen Interesse liegen, dass wir nicht Staaten mit Überwachungstechnologie beispielsweise ausrüsten, wie in Libyen, Syrien, auch in anderen Staaten, und wir Waffen exportieren eben in fragiler, in Staaten, wo die politische Struktur nicht dazu geeignet ist, dass man in dem Sinne mit diesen auch wirklich Waffen austauschen kann und sollte. So, insofern erstmal müsste es in unserem eigenen Interesse liegen, diesen Rüstungsexport stärker zu kontrollieren, und er wird nach wie vor nur sehr lapidar und sehr, sehr locker durch das Parlament und auch insbesondere im europäischen Rahmen durch das Europäische Parlament kontrolliert. Also da eine stärkere Verrechtlichung, also und Konditionalität im Sinne von an unser eigenes Handeln anliegen. Und der dritte Punkt wäre für mich Konditionalität. Also nochmal, Staaten wie Libyen und Algerien, da ist es doch offensichtlich, dass unsere eigenen wirtschaftlichen und energiepolitischen Interessen, das zeigt sich auch nochmal sehr gut im Beispiel von Russland. Russland wollte nicht Teil der Nachbarschaftspolitik sein, obwohl das unsere Forderung war, zeigt doch ganz klar, es hilft nichts, diese Rhetorik vor sich herzutragen, weil die Diskrepanz zwischen dem Anspruch, eine werteorientierte Politik gegenüber diesen Ländern, besonders gegenüber diesen energiereichen Ländern, zu versuchen, und das, was wir faktisch tun in der Realpolitik, ist so groß, dass wir insgesamt dann als Europäer und auch für das europäische Projekt insgesamt, auch innenpolitisch, ein Glaubwürdigkeitsproblem kommen und nicht nur ein außenpolitisches. Danke. Ja, danke schön auch für diese klaren Aussagen nochmal. Das letzte Wort hat Heba Morajew auf diesem Podium, und sie wird auch nochmal kommentieren. Very, very quickly. Yeah, I mean, I agree in principle that making promises on paper that the EU can't deliver will worsen the credibility problems for the EU. But I wouldn't go so far as to advocate that there isn't at least some attempt to come up with a methodology to ensure that the EU will not be in exactly the same position it was in before the Arab Spring, when it came to support for human rights, because I think that also, thinking slightly longer term, will once again cause credibility problems for the EU. And credibility is related to influence also, ultimately, because there will be moments where the EU wants to interfere. And unless there is an attempt to ensure that some of these discussions about human rights are taking place, so to give you a very practical example, if you're thinking about the labor uprising, labor protests in Egypt that have continued, an engagement on the right to establish independent trade unions, on the right to strike, is a pretty basic discussion that needs to be happening, especially given the fact that the current government is not friendly to labor rights and the rights of independent trade unions. If you have discussions about the friendlier issues where there is mutual interest, where there's an interest in technical expertise, where there's an interest in comparative experience of other countries, for which there is a lot of interest on issues like security sector reform, then you should also be pushing on these other issues. And I think requirements, discussions to do with corruption, for example, one of the requirements that civil society has been trying to push is that there be a clear demand from IFIs and from other countries in connection with IFIs for freedom of information legislation in Egypt. There are always different ways that you can address human rights issues, and some of these are in more controversial ways, and some of these are
other in less controversial ways, but it needs to be methodologically bound to the policy discussions that the EU is having. Otherwise, it won't happen. It'll always be item 17 that you'd hope that you don't get to. And I think one final point that I will make, what I was addressing earlier in terms of sort of respect and mutual respect in terms of foreign policy, I think it would also be nice for North Africans to not constantly feel that they are the unwanted citizens that need to be kept away from European borders. So obviously discussions about migration, the very beginning of your experience of interacting with Europe is often the embassy in the capital and treatment there and embassy visa requirements themselves. I think that needs to be rethought in the context of discussions about mobility and not just this desire to keep North Africans on their shores. And a final very quick point, I'm very sorry, but on the issue of double standards, also to recognize that the new governments in North Africa will also be interested in the treatment of Muslims in European countries, and that the human rights violations there, whether it's to do with niqab bans or headscarf bans in schools, are also an issue of concern. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich könnte jetzt noch zu vielen Themen mit Ihnen hier auf dem Podium und mit Ihnen im Publikum weiter diskutieren. Ich fand, es war eine spannende, anregende, informative Diskussion, auch mit weiteren Anregungen weiter zu denken über die sozioökonomische, die politische Entwicklung, die Herausforderung, wie können wir Menschenrechten wirklich stetig zum Durchbruch verhelfen. Das ist ja auch ein Ziel der Stiftung. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie jetzt nicht eine halbe Stunde Kaffeepause machen, sonst wird die Zeit wieder weggenommen für die Foren, in denen es ja auch viel mehr auch noch darum gehen soll, sich mit Ihnen auszutauschen. Ich möchte allen dreien hier auf dem Podium noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Es war sehr, sehr schön. Tschüss.